Ja, und dann habe ich mir überlegt, ich zünde einfach die Düsen und dann verbrenne ich den. Ja, geniale Idee. Ja. Es ist einfach immer Feuer. Bei Kreaturen, die sich regenerieren, ist Feuer einfach immer die Lösung. Ja. Und die Triebwerke so. Der Jäger ist verloren. Er war unser Hetzer, unser persönlicher Nemesis. Mhm. Irgendwie fehlt mir auch was. Ja, durch. Man misst sich ja auch an seinen Gegnern, ne? Mhm. Viel, viel Feind, viel eher. Und wenn wir so einen starken Gegner hatten, der wirklich sagt, nee, der wurde direkt auf dich eingesetzt, das war für mich immer schon auch so eine Art Ritterschlag. Jetzt ist er weg. Was bleibt noch übrig? Ja, Dead Space. Ich darf weitermachen? Ja, ja. Wir sind zurück auf der Ishimura. Die Probleme überhäufen sich mal wieder. Dieses Raumschiff, ihr kennt es, wenn ein Problem jagt, das nächste ist es immer wieder, es geht weiter. Wenn es regnet, dann schüttet es. Und wir haben aktuell nicht nur keine Munition, sondern der Marker wurde uns zwar wieder entrissen. Erst haben wir den Aliens den Marker gerissen, dann wollten wir den Aliens den Marker zurückgeben. Auf dem Weg, das zurückzugeben, haben uns die Aliens den weggenommen, haben uns also davon abgehalten, ihnen den Marker zurückzugeben. Jetzt müssen wir den Aliens den Marker wieder wegnehmen, damit wir ihn zurückgeben können. Also es ist alles ein bisschen konfus, aber es ergibt Sinn, wenn ihr dabei wart. Vielleicht noch mal ganz kurz, ne? Es kann ja auch sehr gut sein, dass dieser Marker, also dass er den Marker nicht zurückhaben will, weil er dieser Marker verbringt, also versetzt ihn in einen Schlummer. Kann ja genauso gut sein, dass es vielleicht irgendeine andere außerirdische Zivilisation gab, die schon mal einen Konflikt mit ihm hatte und hat dann diesen Marker sozusagen ihm an die Seite gelegt, damit er einfach für immer schläft und niemanden mehr umbringt. Und er ist erwacht, indem er den Marker weggenommen hat. Das heißt, er hat gar kein Interesse dran, dass man ihn zurückbringt, weil er ja wieder einschläft. Er will sich eher ausbreiten. Stehe, jedes Leben will sich erstmal ausbreiten. Es gibt kein Leben. Warum hat er ihn dann rangenudelt? Er hat ihn doch gerade wegtentakelt, oder nicht? Ja, weil er vielleicht, ja, der wollte. Vielleicht will er trotzdem die Kontrolle haben. Ja, das ist so wie ein Wecker. Ja. Weil wer deinen Wecker kontrolliert, kontrolliert dich. So ist wer es. Bestimmt, wann du aufwachst, der hat Macht über dich. Und deswegen, er will den Wecker, aber nur, um ihn dann ausmachen zu können. So ist es. Ist da noch im links was drin, in dem Kabuff? So, ich dachte, ich schalte mal hier den Monorail-Bahnhof frei. Ah, der ist schon, oder? Siehst du? Abregung überbrückt, stand da. Ach so. Ja, Brücke. Ach so, ja, wir sind in der Brücke. Wo müssen wir denn jetzt hin? Was sagt der denn? Ja, das ist schon richtig. In den Frachtraum. Warte mal, da war doch noch Loot, oder? Sorry, da muss ich jetzt. Nein, da brauchst du dich, da brauchst du dich nicht entschuldigen. Ist eine Notsituation, du musst dich nicht bei mir entschuldigen, wenn du nach Loot suchst. Es gibt eine Tür, und zwar, ich weiß nicht, ob wir dann zu, quasi, wenn du kannst auf der Karte ja sehen. Wenn du einmal die anguckst. Hier nicht noch was. Wirst du es sehen? Jetzt, du bist jetzt ganz auf dieser Karte, ne? Ja, da sieht man das ja immer. Du liebst diese Karte. Ja, schon. Also, weil da ist halt ein Flur und da ist halt zu. Ja, hier haben wir gekämpft. Da haben wir gekämpft und dann die Tür ist aber zu. Das heißt, es wäre nur der Flur und durch den wurden wir gedragt. Ich dachte nur vielleicht hier auf diesem Donutraum. Das ist da noch was. Serverraum, ja. Serverraum, ja. Okay. Na, was ist mit dir? Ja, das geht im weitesten Sinne als Loot durch, finde ich. Oh Gott, das muss so wehtun. Das muss richtig wehtun. Das ist immer wie so die Videos von den Leuten, die sie das Holzbrett durchschlagen wollen und dann daran scheitern. Das muss so wehtun. So, jetzt können wir aber hier mit dem Zug fahren oder hier nochmal in den Besatzungsluftatrium. Hier müssen sie sich einem Sicherheitsscan. Für welche Leute wird eigentlich die Geschwindigkeit von so Rolltexten bestimmt, oder? Wer liest so langsam? Das macht mich völlig wahnsinnig, wenn es dann so ewig dauert. Ja, mich auch. Aber du bist auch einfach ein Schnellleser. Da kannst du speichern, wenn du möchtest. Ich habe beim Fernsehen gelernt, Text muss immer so lange eingeblendet werden, dass man es zweimal lesen kann. Also der Cutter muss es zweimal lesen können, dann ist es lang genug im Bild. Das war die Grundregel, die man mir mitgeteilt hat. Ja, was du, das ist schon der Wahnsinn, was du alles gelernt hast. Ja, ja, ich habe ja lange im Fernsehen gearbeitet, also auch so Kameratechnik und schon echt beeindruckend. Fernsehsendung gemacht und das kann ich ja heute noch anwenden. So, Frachtraum. Ja, dann müssen wir jetzt einfach da oben drücken, da auf den Knopf und dann geht's los. Ich habe vor allem interessanterweise durch meine Fernsehkarriere gelernt, nahezu jedes Gefährt zu fahren. Mhm. Also ich hatte immer diese Auftritte mit verschiedenen, also Roller und dann. Ja, hab ich mal gesehen. So jedes modernste Gerät, weil man in jeder Situation was Neues haben wollte. Dadurch habe ich eine Fähigkeit entwickelt, mich sehr schnell an neue Gefährte zu gewöhnen. Also du meinst jetzt nicht LKW, sondern eher so diese kleinen Roller. Ja, genau, so irgendwie so diese Monowheel oder dann, wo man so draufsteht, Segway und sowas.
Wir erwarten Sie dort mit dem Marker. Wir haben den Marker nicht. Warum bringen die Aliens den in den Frachtraum? Das ist ja fast schon menschliches Verhalten. Schön, dass du dem Kerl unser einziges Shuttle gegeben hast. Scheiße, Isaac. Was du da getötet hast, ihre Biomasse läuft in den Frachtraum. Sie setzt sich wieder zusammen zu irgendwas Riesigem und der Marker ist direkt in der Mitte. Wie zum Henker sollen wir das schaffen? Ich habe die Frachtkerne der Ishimura. Sie können ein halbes Lager an Ausrüstung transportieren. Wenn das, was da unten ist, um den Marker kämpfen will, bin ich dabei. Deaktiviere die Sicherheitsvorkehrungen. Aber mal schnell, die kritischen Systeme versagen schon. Das war so klar. Moment, Marker, Jäger 2.0? Ja, exakt das. Moment, der subst jetzt da in den Frachtraum. Der subst rein und setzt sich neu. Das ist ja so lächerlich. Ich bin außer mir vor Unverständnis. Achso. Habe ich falsch eingeschätzt, seine Körpersprache. Haben wir was Geiles zum Kaufen? Doch, wir können verkaufen, oder? Oh Gott. Das ist schon eine feine Waffe. Ja, ich glaube, wir können ein bisschen Muni nachkaufen. Ich glaube, es muss sein. Nee, wir sparen auf den Anzug, Nils, oder nicht? So kommen wir doch nie an den Anzug. Ja, das stimmt. Aber du bist ja gerade am Zug. Ich meine, wir haben halt einfach gar keine Munition. Ja, aber du bist am Zug. Wenn ich immer am Zug bin und spare und dann du am Zug bist und alles ausgibst, du sparst 2300 Mark. Dann hilft meine Sparpolitik halt auch nicht. Oh, Vorsicht! Oh. Aber haben wir nicht so Halbleiter oder so ein Chip vielleicht noch? Den wäre egal. Nee. Gut. Wie die vor der Tür einfach gelungert haben, ne? Weil die waren zu klein, um an den Türgriff zu kommen. Kommst du raus? Aber die haben Höflichkeit. Kann der Isaac mal rauskommen? Jetzt steht sie alles nur durch. Was geht hier vor? Zum Glück haben die so ein Bedürfnis zu grunzen die ganze Zeit, ne? Ja. Ich glaube, da wäre die Menschheit wirklich verloren, wenn man einfach so Ninja-Aliens hätte. Ja. Die einfach so ganz leise sind. Zimmer? Seit wie vielen Tagen nicht gereinigt? Duschen, oder? Ja. Er muss ein immenses Bedürfnis haben zu duschen. Isaac, du hast die letzten Energiekräfte eingesetzt, um dich zu duschen. Jetzt haben wir keine Energie mehr, um das Shuttle zu betreiben. Gar kein Problem. Ich muss erst im Alpha-Deck die Kondensationsmotoren neu kalibrieren. Dann funktioniert das. Ja, Isaac ist wirklich so der klassische Techniker. So, der hat immer auf irgendwas eine Antwort. Ja. Nee, komm. Hier waren wir wirklich schon 100 Mal. Hier haben wir das Spiel angefangen. Wir haben 100 Mal schon, echt. Ach, meine Güte. Aktiviere den Frachtkram. Ja, was war das? Hilfe! Ja, das musste sein. So, echt? Ist da ein Knubbel? War da ein Knotenknubbel? Der da, guck. Den kannst du doch von da wunderbar mit einem Kran beschießen. Warte mal, das, glaube ich, kann man auch kaputt machen, oder? Was? Au. Ja, die machen das ja auch ständig kaputt, die anderen. Ist da jetzt nicht das rote Ding rausgeflogen? Nee. Wo ist das hin? Warum geht das nicht? Ja, das ist mies. Wenn du mal... Ach doch, auf deiner... Da? Ja. Ach, kriegen wir nicht raus? Doch, yes! Ich bin gespannt, ob du damit den Punkt abdödeln kannst. Es ist fast... Oh, Munition gespart. Ah, da, hier, das ist der Beschurke da, der da rumknurrt. Der ist immer noch im Würgegriff. Der Riesen-Anaconda. Der wird auch noch zu bekämpfen sein. Harte Schlacht hier unten, ja. Glaube ich. Aber wir haben zwei Laternen, rechts und links. Und zwei Schuss, glaube ich, das muss reichen. Was sagt die Bank? Was sagt unser Guthaben? Wie viel Knoten? Ein Knoten. Ein Knoten. Ja, ist das so wichtig für uns, Dauer der... Ja, doch, die waren ja echt geil. Aber was heißt denn Dau? Ja, Dauer wovon denn? Ich glaube, wie lange man am... Nee, von der Feuerwand wahrscheinlich vielleicht sogar auch noch. Weiß ich nicht. Aber die ist ja mega mächtig gegen viele Gegner. Weil die... Ich glaube, Dauer heißt, wie lange man am Stück schießen kann. Aber eigentlich kann man ja so lange schießen, wie man hält. Aber ich gibt eine kleine Chance, dass damit gemeint ist, wie... Also, weil die Munition vom Flammenwerfer funktioniert ja so,
dass du, sagen wir mal, eine Sekunde pro eine ja. Munition hast. Mhm. Und wenn das heißen würde, man kriegt pro Munition 1,2 Sekunden oder ja. so, das wäre ja fantastisch. Das wäre natürlich dann fantastisch. Dann könnten ja. wir die Munition effizienter nutzen. Das Aber das ist jetzt auch nur ein Wunschtraum, eine wohlwollende Interpretation meinerseits, ja. von einer Motivation geleitet ist, nicht von Verstand. So, wer keucht, wer kreucht. Hörst du dieses Flüstern? Er spricht zu uns, der Marke. Da sind nur noch überall die Schränke da. Also die klingen alle nicht so, als wenn die da richtig Bock drauf hätten. Die ganze Geschichte. Was wäre denn eigentlich? Oh Gott, wieder so ein Heslon. Da kommen aber die ganze Zeit diese einäugigen Tentakelboys raus, ne? Du bist nicht. Heute bist du nicht. Yeah, das ist der Valorant Florentin, den ich kenne. Ist ja schon rausgeplumpst. Sein Kopf ist da noch, sein hässlicher. Der hat sich zurückgezogen. Da. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Was? Das ist wie die Next Level, ey. Sonst heißt es immer Sicherheitsstufe zu hoch und jetzt Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Das ist ja auch ein bisschen unbefriedigend. Yeah, da weiß man ja nicht mal, ob man es jemals schafft. 1200 Mark. Da ist noch so ein Punkt, links von dir. Warte mal, da gibt mal die Box hier. Das muss doch reichen. Die hat zu viel Masse. Och, hör auf! Ich glaube, es gibt Gegenstände, die sind als Waffe ja. eingestuft und andere nicht. Ja. Aber hier, guck mal. Das wird funktionieren. Bisschen Abstand, möchte ja keinen Schaden selber nehmen. Da wird noch weiter rumgeknurrt. Geil. Da war noch einer, oder? Der kleine da noch. Rechts. Da. Rechts, da. Ach, da ist auch wirklich, die entgeht da gar nichts. Und es ist ein echter Knoten. Jetzt können wir auch die Dauer der Flammenwand erhöhen. So, was ist jetzt genau hier die... Aktiviere den Frachtraum, ganz allgemein. Oh Gott, das löst wahrscheinlich wieder eine riesige Alien-Nummer ein, oder? Aktivieren. Ah! Und die anderen auch, oder was? Vielleicht musst du den Stasen wieder. Gibt's hier irgendwo eine Stase? Das würde darauf hinweisen, dass wir Stasen müssen. Oder? Vielleicht geht's auch so. Okay, vielleicht fehlt noch irgendwie so ein... Das ist zu grob. Aktiviere den Frachtraum. Ne, Kran, nicht Raum. Ach so. Links ist noch Loot. Mal, das ist natürlich gut, wenn man... Doppel-Loot. Oh. Vorsicht, Freunde. Gut. What? Sie bitte sind sie völlig wahnsinnig. Sehr gut. Ah, da ist noch ein Hansmann. Ich hab nur zwei Schuss und ich muss zwei Treffer landen. Ich bin beim Bowling. Das war's. Nee, er krackelt noch. Ja, die sind ja mittlerweile auch so krass, dass die zwei Schuss pro Tentakelon brauchen. Das ist albern, kann ne? Man echt nicht dass man levelt das Ding hoch. Aber im gleichen Atemzug leveln die sich selber auch hoch. Ja gut, das ist ja natürlich immer so diese Power-Creep-Thematik. Ne? Da machst du jetzt ein Fass auf, da gibt's wieder einen kompletten Game-Talk zur Thematik. Da musst du echt höllisch aufpassen, wenn du so ein Thema mal anschneidest. Ja. Dann kommt da irgendwie das Ilias-Mobil-Pferd wieder vor. Und dann wird's wieder investigativ und dann kommen da richtig gute Takes auch dazu. Schau ich mir auch gerne an. Ja, ich bin aber trotzdem kein Fan von mittelevelnden Gegnern. Weil dann ist das eigene Leveln völlig obsolet. Dann muss man das auch nicht machen. Das ist ja in die Tasche gelogen. Da
Dann muss man halt andere Gegner machen. Dann sagst du ja, letzten Endes, ein Spiel sollte im Laufe der Zeit immer leichter werden, oder? Weil wenn man selber stärker wird und die Gegner gleich bleiben, wird es ja im Laufe der Zeit immer leichter. Es müssen andere Gegner werden, aber wenn dieselben Gegner einfach mehr aushalten oder mehr schaden. Das doppelköpfige Baby, das stärker ist. Ja, natürlich. Du kannst doch nicht einfach sagen, ja geil, du wirst krasser, aber die exakt selben Gegnertypen, die genauso aussehen, halten jetzt auf einmal zwei Schuss aus. Du gradest deine Waffe ab und dann bleibst bei einem Schuss. Wo ist denn der ganze Progress? Das ist ja dann. Also du willst das doppelköpfige Baby, das dann stärker ist als das einfache. Ja, natürlich, dann musst du dir was einfallen lassen, sonst ergibt das ja gar keinen Sinn. Okay. Dann haben wir das Thema doch. Es muss auch nicht zwangsläufig das doppelköpfige. Ja. Das ist ja bei Last of Us zum Beispiel ganz geil, dass du da diese verschiedenen Mutationsstufen hast, dass sie halt, je länger die von diesem Pilz befallen sind, desto stärker werden die. Kannst du geil rechtfertigen, weil du quasi, je länger das Spiel fortschreitet und so weiter. Egal. Guck mal hier. Hallo, wir kriegen Besuch. Entschuldigung, kann ich hier einen Ausweis sehen? Ja, geil, zerstört. Ich glaube, du musst diese Dinger. Fehlfunktion des Krans, ey. Ich glaube, du musst. Kann nicht mal irgendwas funktionieren hier auf diesem Schiff. Oh, Vorsicht, der hat die Panzerung. Ja, das ist die beste Zerspratzung überhaupt. Nee, warte, da muss ich jetzt eine andere Waffe nehmen, sorry. Dich will ich ne. Nee, das ist auch ein starker, oder? Nee, das ist ein Lamy Boy. Du, ich befürchte, wir müssen so ein bisschen. Oh, da ist noch ein Schrank. Ich glaube, wir müssen irgendwas mit diesen Klappen da machen. Du nimmst das nicht mit, ne? Ist dir schon klar. Du hast das Loot nicht mitgenommen. Okay, der ist jetzt rübergefahren. Und wir müssen den irgendwann. Fährt der jetzt im Kreis die ganze Zeit oder was? Oder? Nee, wir müssen dem den. Ja. Den Weg frei machen, oder wie? Oh, Vorsicht, der hat seinen Dotter. Hinter dir! Nein, Johnny! Oh, no! Ja, jetzt müssen wir die Brücke. Gott, renn, du Kasper, ey! Brücke müssen wir jetzt aufmachen. Keine Munition mehr verwenden. Ja, alles. Sehr schön. Oh, hier, der Dottelsackmann. Was ist das? Also, Leute, das ist echt ein harter Tag. Das ist echt ein schwerer Tag für Isaac. Ich glaube, das Teil gilt auch als Waffe. Ja. Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die gelten als Waffe und manche, die gelten als Gegenstand. Und der Alien-Zahn, die Stange und der Rotor, glaube ich, zählt als Waffe. Kannst die zweite Stange dann, glaube ich, wieder aufnehmen noch, die da, ja. Und wenn da dieser Wurmling kommt, der hat ja so einen Sack da. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, rechts die Brücke hochklappen. Also du musst wieder in die Mitte gehen und dann das Ding hochfahren, damit der Marker da durchkommt. Oh. Erstmal wird gelootet. Das weiß ich sehr zu schätzen. Peng? Oh. Wir haben Peng gefunden. Wir haben Peng gefunden. Okay. Da. In dem Moment, wo du es aus der Hand gibst, ne? Wo ist es? Da. Da in den Sack rein. Ne, jetzt ist er wieder weg. Okay. Es ist kein Sackel. Doch, ist doch ein Sackel. Ja, geil. Hammer. Vorsicht, Zugangsbrücke. Er will auspeitschen. Und da wieder hochgeschnaggelt. Alles hier direkt neben dem Seuchenmarker. Mein Gott. Er spratzelt, ja, gut. Ey, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir jetzt so eine Ohrenkamera gekauft und filme in mein Ohr und wirklich anders sieht das auch nicht aus. Also, das ist wirklich eine frappierende Ähnlichkeit. Mhm.
Ich glaube eh, dass es ein feiner Grad zwischen Horror und Medizin ist. Ich glaube, die meisten Horrorfilme beginnen... Du musst das Stasen, glaube ich, das Ding. Ich hab mal was in einem... Oder ist er vorbei? Nee, er ist vorbei. Ja, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Ich glaube, dass Medizin und Horror ganz nah beieinander arbeiten. Ich glaube, dass wenn so ein Horrorfilm entsteht, dann schreibt man erstmal so einen Hautarzt an. Zeig uns mal Ausschläge. Mhm. Ja klar, das ist ein Berater von solchen Filmen, auf jeden Fall. Oh, Schnackselmann. Oh Gott, da jetzt die Feuerwand. Da die schöne Feuerwand jetzt. Kurz davor explodiert leider mein Kopf. Ich wollte ja den Auftrag umsetzen, aber dann ist mein Kopf explodiert leider. Warum ist denn jetzt dein Kopf eigentlich explodiert? Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum mein Kopf explodiert ist. Ich kann dir nur sagen, was ich davor machen wollte. Ich wollte, kurz bevor ich die Hausaufgaben anfangen wollte, Herr Lehrer, ich habe das Heft rausgeholt, das Buch aufgeschlagen, wollte mit der Hausaufgabe beginnen und dann ist leider mein Kopf explodiert. Dann konnte ich die Hausaufgabe nicht mehr machen ohne Kopf. Ach du Scheiße. Aber das geht hier Schlag auf Schlag auf Schlag zu. Ey, die haben halt einfach so ein Homing-Device, auch die Dinger. Das ist einfach lächerlich. Ey, okay, das alles, was du gemacht hast, ist quasi weg. Ja, wir haben ja dazugelernt, wir haben das Ganze mal gesehen, wir haben grundlegende Verständnisse erlangt. Also weg würde ich jetzt nicht sagen. Es ist nutzlos, ja, das schon. Aber wir haben trotzdem das mal gesehen. DAO ist auch weg, oder was? Du holst einen neuen DAO? Neuen was? Der DAO? Ist auch weg, ja. Das ist nichts davon, ist auch der ganze Loot, den du gelootet hast. Ich hab leider keinen Zwischenspeicher. Weißt du, da explodiert mein Kopf und alles, was dir dazu einfällt, ist, na, jetzt ist das ganze Loot weg, das du schon eingesammelt hast. Weißt du, das ist... Das verunsichert mich, dass das Einzige, was von mir übrig bleiben wird, dass wenn ich eines Tages von dieser Erde gehe, du sagst, ah, schade um den ganzen Loot, den er hatte. Ja, Florentin, aber es ist einfach auch eine Stärke von dir, dieses Looten einfach. Das zeichnet dich aus. Ich glaube, viele Leute schauen dich an und denken, wow, so wird's gemacht. Und das ist ja auch ein Kompliment. Manchmal das Gefühl, du schätzt an mir nur die Eigenschaften, die du mir antrainiert hast. Ja. Dass du mich nur für das magst, was du aus mir gemacht hast. Du bringst mir das Looten bei und dann sagst du, was ich an dir so gern mag, ist, dass du so viel lootest. Peng! Das ist wieder was auch immer das. Oh, vielleicht können wir die für richtig viel Geld verkaufen. Die Peng? Ja, ja, für so 30.000 oder so. Und dann ist es nur noch ein kleiner Kredit für den neuen Anzug. Oh, das können wir theoretisch, wenn wir hochfahren jetzt sofort... Ja, da ist oben ist nur eine Bank, aber kein Shop, glaube ich. Ach, du hast recht. Das, glaube ich, habe ich auch besser verstanden. Nur das steht zwischen Bank und Shop. Ja. Das ist das, was ich dir ein bisschen voraus habe. Er hat, glaube ich, eine Nudel rausgeworfen. Was ist das eigentlich, so ein Kopf als Basis oder was bei diesen... Bei diesen Nudelspritzern und Fleischpeitschen hier? Ja, ja. Ja, das hat aber ewig gedauert, bis der hier einfach mal in Ruhe gelassen wurde. Was ist in dieser Box drin? Warum ist diese Box so besonders? Ich möchte die Monsterüberbrückung haben. Und die Packe. Hallo? Das ist ja einfach nur frech. Oh, geil. Jetzt können wir aber den aktivieren. Vielleicht verliert ein Arzt dann auch so ein bisschen die Lust am Horror, ne? Wenn das da so ganz viele biologische Sachen... Und der weiß, ja, das ist hier der Schmitz-Reifusen-Tumor. So, oh ja, da würde ich jetzt aber erstmal Bettruhe empfehlen, so bei dem Tumor. Oh, ja. Da ist aber ganz schön Ausschlag, da würde ich die Creme empfehlen. So, weil die kennen das ja alles aus ihrer täglichen Praxis, diese ganzen für uns widerlichen Sachen sind für dir ab Alltag. Ja, klar, das stumpfst du ab. Da hast du auch generell wenig Freude mehr am Leben, glaube ich. Ja, oder auch so ein Bestatter hat vielleicht auch einen Zombie-Film weniger.
Ich glaube, es ist eine richtig dumme Idee, als Bestatter Zombie-Filme zu schauen, oder? Weil immer, wenn dann so eine Leiche da auf deinem Tisch liegt, denkst du dir, ah, fuck, vielleicht. Vielleicht was? Naja, ich glaube, wenn du ständig Zombie-Filme schaust und dann immer so diese Leiche, dann denkst du ja schon, hat er sich gerade bewegt? Ach so. Zuckt da noch was? Womit macht der nicht gerade? Lächelt der mich an gerade? Ugh. Ugh. Ich glaube, ja, du kannst ja, was ist der Beruf, wo man sich am meisten mit ruiniert auch? Das ist so Sekundäropfer, die man so bringt. Wahrscheinlich, ne? Horrorfilmregisseur. Wahrscheinlich macht man sich dadurch am, oder so Prop, so diese Make-up machen, so Special Effects, ja. Die dann so, ah geil, das Blut spritzt gut, das ist wahrscheinlich so eine F4-Pumpe. Bevor du weißt, was ich tue, tue ich. Das wird auch die Zukunft sein. Dass irgendwann schließt du so einen USB-Stick an dein Gehirn an und dann fütterst du das so an so eine KI und die KI macht genau den Horrorfilm, der genau deine Ängste genau triggert. Oh Gott, ja. Und der so genau für dich zugeschnitten ist. So Dinge, die du so gar nicht haben kannst, die kommen dann alle in dem Horrorfilm dran. Ja, oder als Bestrafung. Es gibt ja diese Black Mirror-Folge. Diese, da sieht man so eine Frau, also ich spoil jetzt ein bisschen einen Black Mirror-Folge, aber die ist schon alt. Da sieht man so eine Frau. Hier war doch ein Speicherpunkt drin. Ja. Jetzt haben wir das alles gemeint, jetzt können wir in Ruhe sterben, Flohnt. Ja. Genau, und die erlebt so voll den Horror. Ich spoil das jetzt, ne, die Folge. Und am Ende kommt raus, das ist ihre Bestrafung, weil sie irgendwie ihr Kind getötet hat oder irgendwas. Die ist ja eine Mörderin. Und sie wurde die ganze Zeit in diesem Traum, wird sie die ganze Zeit irgendwie vom ganzen Dorf verfolgt und gelyncht oder sowas. Achso, und dann, ist das ein Traum, okay. Nee, für sie ist das real. Und dann wacht sie auf und dann wird ihr kurz klar, okay, du, das ist jetzt deine Strafe, du musst das jetzt irgendwie tausende Male so durchlaufen. Ah, ja. Hey, der Flammenwerfer ist, den haben wir massiv unterschätzt all die Zeit. Jetzt haben wir das Special-Ding, oder? Haben wir das jetzt schon aktiviert, die Special 1? Ja. Das heißt, jetzt haben wir eine ganz lange Wand. Ja. Eine laue Mauer. Ja. Eine laue Mauer. Haben wir irgendeinen Dottersack übersehen oder irgendwas? Kann sein, ja, dass es noch verklumpt ist. Okay, wenn wir jetzt uns mal drauf Der hat sich jetzt gut angeschlichen, finde ich. Deswegen arbeitet er auch alleine, glaube ich. So, es gibt so die Aliens, die sagen, komm, wir gehen alle zusammen und dann du von links und rechts. Aber manche sagen, nee, geht schon mal vor. Und das sind dann vielleicht so die stillen Killer, die richtig gefährlich sind. Das geht mir auf. Also, den kriege ich nicht so weit weg. Aber Isaac entwickelt sich auch langsam zu so einem Rambo, der einfach Bock hat. Der sagt so, come on, jetzt mache ich euch kaputt. Dem liegt der eigene Loot auf der Schulter, wie demütigend. Da weiß man auch, okay, ich glaube, jetzt bin ich tot, wenn dein eigener Loot schon rausfliegt und dir auf der Schulter liegt. Denkst du, ja. Jetzt mache ich's nicht mehr. Deine Augapfel gucken noch so. Okay. Ja, das war dumm. Autsch. Ja. Ja, die mit den Bauchfeldern, die haben, glaube ich, die kleinen noch. Der Schuss ist unnötig und dumm. Sehr schön. Oh, Fidel Minipack.
Ach nee, Flammenwerfer. Flüssigkeiten im Allgemeinen. Mann, ich will den jetzt an mich ranziehen, weil ich nicht will, dass der Typ da um die Ecke kommt und mir einen mitgibt. Nein, ich habe original die falsche Taste gedrückt. Schießt das Medipack kaputt. Was haben wir noch für ein Medipack? Kleines. So, aber die Aale, glaube ich, sind... Kleines, aber keine. Die Alien-Aale sind weg. Die Aliens sind weg. Ja, nee, der ist der... Ja, die Aliens, ja, aber der... Viel bitte noch. Ja, dann klappt die hoch. Das kriegst du nicht selber hin, Computersystem. Was ist denn das für eine Konstruktion? Sehr schön. Ein Traum. Vorsicht, Zugangsbrücke verhindert den Transfer. Brücke aktiviert. Oh, jetzt doch, da irgendwo muss ich noch einen Knoten weghauen. Guck mal. Ja. Da, ah! Da kriegt man auch mal so einen Einblick wirklich in die tägliche Arbeit eines Frachters. Was das eigentlich alles für Probleme sind, die da mit einer hergehen. Hast du die Schritte, diese Tabs hier an? Aber die schreien echt nicht mehr. Die haben sich ihr dein Feedback echt zu Herzen genommen. Oh Gott. Wir haben den upgradeten Flammenwerfer hier. Nimm das. Ist das da oben was? Ist das ein Sattel? Ja, nee. Sieht gut aus. Aber war nicht der. Anscheinend da hinten in der Ecke muss noch einer sein. Oh nein, es tut mir leid. Das war so dumm. Ich wollte cool sein. Ja, du bist cool. Ist in Ordnung. Ich Okay, shit. Okay, das war's. Da komme ich nicht mehr an vorbei und hänge voll fest. Okay, aus irgendeinem Grund noch überlebt. Ja, das ist eine Wand. Das ist eine Wand. Yes, die Wand! Yes, die Wand! Die kommen da nicht durch, oder was? Nee. Ich glaube, die gehen da gar nicht durch. Nee. Alter, die Wand ist ja fantastisch. Tot. Alter, der springt. Ja, du, wenn du Leuten eine Wand gibst, springen sie drüber. Das ist altes pädagogisches Prinzip. Jetzt, so. Tut mir leid, aber das sind die Grundlagen. Und wie doll freust du dich jetzt, als ich noch gespeichert habe zwischendurch? Sehr, sehr. Hast du gut gemacht. Tipptopp, Nils kann ja, wirklich... Ey, das ja, ist aber jetzt wieder. Einfach... Nee, ich bin richtig sauer einfach, weil es unnötig ist. Springt er da raus? Ich habe alles... Das war so schön effektvoll, wie die drei da an der Feuerwand hängen bleiben und so. Wollen wir von hier nicht schon was machen? Nee, du kannst da. Nee, ist alles gut, du musst erstmal triggern. Jetzt runter, dann kannst du da die beiden Knotenpunkte wegmachen. Die wir ich hole erstmal Peng. Das ja, ist erstmal das Allerwichtigste. Ich glaube, Peng habe ich schon geholt. Ja. Ach, tatsächlich. Alles schon gemacht. Kannst jetzt rechts, die Knotenpunkte hinter dir sind die. Kannst du jetzt schon machen, dann sparen wir Zeit. Da rechts hinter dir ist einer und der andere ist weiter vorne. Da. Da eine und der andere ist hinter dir. Ich, ne?
Also du suchst nach einer geilen Waffe, ne? Es ist jetzt einfach nur lustig. Ja, manche Boxen gehen dann doch. Ja. Aber nicht alle. Und ich glaube, kann das sein, dass die nach dem Spratzel kommen oder? Nee. Das liegt am Marker. Ja, das würde schon Sinn ergeben. Dass sie versuchen, ihre Spratzel zu verteidigen. Hä? Da ist alles gelootet schon. Ach, die Klappe geht auf und es bleibt aber weiter beleuchtet. Mhm. Ja, komm, eine Kugel können wir mal machen. Immerhin eins weniger als du. Ja. Ja. So, jetzt nehme ich direkt die Stasomatik mit. War die nicht hier irgendwo? Da hinten. Rechts jetzt. Am anderen Ende. Nee. Das sind vier Stangen! Alter. Oder? Ja, wenn du dann die Kiste gegenschleuderst, vielleicht, ja. Oder einfach gegenklopst, ja, was natürlich viel besser ist, aber die Stasis ruiniert. Egal. Vier Stangen! Das sind quasi vier Instant-Kills. Das ist ja mega gut. Ey, muss die Box erstmal wegschleudern, ne? Ich bin ja auch Rollenspieler und ich spiele Isaac so ein bisschen ungeduldiger als du, glaube ich. Ich habe eine Idee. Darf ich sie dir verraten? Bitte? Nimm mal bitte die große Box, die hinter dir gleich liegt. Ja. Und bau dir mal auf der einen Seite eine Barrikade. Und der, mit den beiden Boxen auf der Brücke. Quasi. Da hinten. Fällt mir. Und dann nimmst du die zweite Box auch noch. Legst sie so quer. Und dann hast du den Rücken freigehalten. Dann bleibt dir mein Schicksal erspart, weil ich wurde ja umzingelt und war dann quasi, kam da nicht mehr raus. Wo ist die andere? Ich glaube, sind noch zwei. Eine ist rechts. Da. Ah, nee. Oder? Doch. Warte. Doch, da ist noch eine. Die ist im Aufzug? Ja, die wollte, hatte keinen Bock, als Blockade verwendet zu werden. Die wollte abhauen! Ob das funktioniert? Klar, die sind zu dumm. Ich würde die vielleicht nur eine noch richtig so normal hinlegen, ja. Die sind, glaube ich, zu dumm, die schaffen das nicht. So, wo sind meine Stangen? Hier sind Stangen. Mhm. So, und jetzt kann es losgehen. Und ob wir das tatsächlich schaffen, diesen extrem schweren Kampf zu bestehen oder nicht, das seht ihr nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Aber wirklich nur ganz kurz. Ganz kurz noch. Unser Partner Clark begleitet uns schon seit einigen Jahren. In Zeiten von Inflation und Energiekrise wollen wir euch die Clark-App aber nochmal besonders ans Herz legen. Gerade jetzt ist es wichtig, unnötige Kosten zu vermeiden und smart zu sparen. Clark hilft euch, den Überblick zu behalten. Welche meiner Versicherungen ist zu teuer? Wo könnte sich ein Wechsel lohnen? Wie kann ich schon heute in meine Altersvorsorge investieren? Und bin ich versichert, wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann? Das Team von Clark kennt sich mit jeder Lebenslage aus. Fragt einfach einen Termin an und lasst euch kostenlos und individuell beraten. Wenn ihr euch mit dem Code BEANS anmeldet, erhaltet ihr außerdem Best-Choice-Gutscheine im Wert von bis zu 45 Euro. Leg jetzt los und spar dein Geld smart mit Clark. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Wir spielen hier Dead Space. Ja, das ist völlig korrekt. Und wir spielen es gut. Wir spielen es gut, wir bereiten uns vor. Ja, wir lernen dazu. Ja. Weil die Herausforderung ist schwer. Oh, hier gibt's noch mal vier. Noch mehr Stangen. Schlagen einfach. Boah, das sind so viele Stangen. Ich werde diesen Kampf, Achtung, ich werde diesen Kampf gewinnen. Ja, aber ohne Munition. Ja, bin sehr gespannt. Okay. Ja, ich glaube es noch nicht, aber wir werden sehen. Du wirst in Panik verfallen und dann wirst du auch schießen. Vorbereiten können wir auf jeden Fall.
Vielleicht schießt du irgendjemanden ab und dann durchwirbelt er die Stangen, die fallen da runter oder irgendwie sind alle weg. Und so, oh, wo sind meine Stangen, wo sind meine Stangen? Und liegen sie unter dem Körper oder irgendwie so. Siehst du den Körper, nicht die Stange. Und wie so ein Campingausflug. Du hast ganz viele Zeltstangen und so eine Laterne und du musst im Dunkeln jetzt das Zelt aufbauen. Ja. So, wie geht's jetzt eigentlich los? Du musst jetzt da rechts den Schalter drücken. Genau, den da. Wen da? Von der anderen Seite. Du bist so vergesslich. Von der anderen Seite. Kreditos. Jetzt kommt, glaube ich, gleich schon noch ein Johnny. Jetzt kannst du eigentlich schon abhauen. Zeit ist falsch ausgerichtet. Aber also, der hat ja schon den Marker da bewusst doch in diesen Lagerraum gebracht. Die Motive dieses außerirdischen Wesens sind mir zusehends. Und da ist der Panikmodus. Okay. Shit. Falsche Taste. Alter, geil. Nice. Wie die auch schweben. Hä, warum? Der hat keinen Kopf mehr. Aber es ist ihm egal. Die prallen einfach ab, oder was? Jetzt ist er down, er ist down, alles gut. Der Marker oder was ist intakt? Der Marker ist intakt. Jetzt, oh, Panikmodus. Da ist er im Panikmodus. Und der die auch. Grauseliges Knurren und von vorne kommt noch einer. Stark, einfach richtig stark. So, was ist ja eine fantastische Geschichte. Was für eine Erfolgsstory. In Zeitlupe fällt er um, aber das bremst seinen Sturz. Also muss auch in seinem Sinne sein eigentlich. Der ist schon gespratzelt. Da sind die beiden, ja, okay. Vorsicht, Zugangsbrücke verhindert den Transport. Ah, nee, das ja, ja. Ist nicht darf Platz, man nicht nochmal nehmen. Ne. Obwohl, ah, jetzt vielleicht? Nee. Hat seinen Dienst getan. Nee, Stange ist weggestankt. Warte mal, war nicht hier noch so eine Stase, Vorsicht, Zugangsbrücke verhindert den Transport. Ganz hinten links, da, ganz hinten. Liegt noch eine da rum, glaube ich. Links. Geradeaus, geradeaus, geradeaus einfach. Da auf dem Regal. Ey, diese Stangen gefallen mir aber. Mhm, du hast noch vier Stangen da, aber du willst die erstmal die Stase runternehmen, bevor du die zerklopst. Vorsicht, Zugangsbrücke behindert. Ach so, aber es gibt keine Aufladung, oder wie? Nee. Keine Aufladungsstation. Aber die sind ja so geil, die Regale mit vier Stangen. Ey, wie oft haben wir die übersehen? Tausendfach. Da schnackelt auch irgendwas Kleines, Biestiges. Da ist Spratzfreund. Oh. Nee, du wartest mal bitte, bis ich mich hier vorbereitet habe, mein Lieber. Wir haben gesagt, 15 Uhr fangen wir an. Nicht 14.50 Uhr. Dann 15 Uhr, habe ich gesagt. Arbeitsstase? Nee. Stase? Nee, danke. Nee. Stase will ich, bitte. Na. Jetzt einmal Wurmung. Wow. Jetzt muss ich ihn auch holen. Oh, 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 oh. Oh, jetzt schießt er einfach, ist doch scheißegal. Kann
Du hast eh schon die Wette verloren. Jetzt kannst du auch ruhig. Gut, gut. Mann, ey, jetzt habe ich wieder 100 Stangen hingelegt und jetzt war alles umsonst. Ja, na, du schaffst das. Glaub an dich und deine Kräfte. Bin nicht so der Controller-Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Geh von der anderen Seite wegen der Kisten. Du kommst ja nicht ran. Von der anderen Seite. Macht man einmal so zu kämpfen und dann denkt man sich, weißt du was, Waffen wurden aus gutem Grund erfunden, als dass man ständig sagt, das ist hier Steine hinlegen. Nee, ich habe hier meine Waffe dabei und ist gut. Auch einfach nur aus Faulheit entstanden. Warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Ich speichere. Das finde ich super. Aber jetzt kommt der schwere Teil, glaube ich. Ich meine, klar, Horror-Afficionados sagen, das kann man nicht machen. Ach so, was steckt, das steckt, oder was? Was steckt, das steckt. La 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 la. War der Aufzug denn jetzt? Alter, jedes Mal nervt das, ey. Darf ich dir helfen? Wo ist der Aufzug? Du läufst jetzt. Vorsicht, da liegt noch was, genau. Geil. Geradeaus. Ich werde von Dr. Mercer gefangen gehalten. Raus. Stopp, rechts. Aber ist nicht oben hier ein Speicherpunkt? Ich weiß es nicht. Ja, aber du willst speichern? Ich will speichern. Achso. Du musst warten. Und wenn du Mercer siehst, lauf weg. Ich liebe dich. Nach David dachte ich nicht. Nee, ich glaube, der ist ausgeschaltet. Ja. Ist ja egal, was das ist. Das wird er jetzt nicht mehr. Du musst. Wie effizient kann man das eigentlich machen? Ihr habt doch nicht so viel Schiss. Jetzt geh doch rein und mach das an. Was ist das für ein Schisser, Mann? Ja, ich hab Angst, dass wenn das wieder nicht klappt, dass wir das alles nochmal so, machen. So, jetzt machst du da die Klappe da hoch und dann ist das alles richtig gut. Hinter dir sind wir abgepanzert, da passiert nichts. Kannst du noch einen Stasepack schnackeln, wenn du willst? Dann kannst du die noch. Das ist eine gute Idee. Staseln und dann haust du die jetzt weg. Wo ist dieser schüchterne, zögerliche, zaghafte, was ist da los? Weil du mich immer so hart rannimmst, wenn es nicht klappt. Da die Barrikade ist ruiniert, die musst du neu. Ja, geil. Da kommen sie angewackelt schon. Hinter dir, warum hat die Barrikade nicht geholfen? Das ist ja das Mieseste, was ich hier erlebt habe. Oh, Vorsicht, das ist der will nicht. Ja, geil. Ganz genau, richtig gut. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ach man, hau ab, bitte. Transfer. Ich weiß einfach nicht, wie ich den töten soll. Läuft doch. Schön, nochmal die Stase hinterher. Da ist dein Lieblingsfreund. Das Geile ist, dass sie auch instant sterben, ohne dass der Beutelsack da irgendwie kaputt geht, ne? Das sah doch jetzt ganz okay aus. Das war super. Ja. Behindert den
Ich weiß nicht, ob die Barrikade was geholfen hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Idee war gut, die Umsetzung war gut, aber das Ergebnis war schlecht. Ja, der hat die einfach leider weggetrampelt. Vorsicht, so. Musst du nur da einmal drücken, da auf den Knopf rechts. Und dann ist alles gut. Oh. Und jetzt geht's los. Das ist ein Stück. Was macht der Marker da? Mal rechts. Jetzt wird er da rausgehoben aus dem... Guck mal, hier, guck mal. Der Marker. Gut gemacht, Mr. Clark. Wir sind unterwegs. Kein? Ihre Flugroute führt über Luftschleuse 19. Ich komme vom Computerkern aus dorthin. Ja, wir holen Sie dort ab. Schaffst du es allein zur Luftschleuse? Die Kameras fangen keine Bewegungen ein. Ich werde einfach rennen. Wünsch mir Glück. Okay. Das passt, ja. Mhm. Triff Kane. Ja, das war ein interessanter Raum auf jeden Fall. Da ist viel passiert, viele wunderbare Erinnerungen. Ich glaube, ich werde eines Tages in meiner Rente werde ich nochmal zurückdenken an diesen Tag. Auf jeden Fall. Und wenn er sagen, ach, das war doch schön. Als ich da mit Nils, mit dem ich natürlich keinen Kontakt mehr habe nach dem Vorfall, nachdem wir uns on-air zerstritten haben, der große Zerstreit. Das war auch echt wild. Das war richtig wild. Wirklich on-air uns geschworen haben, nie wieder was miteinander zu tun haben zu wollen. Das war eine harte Sendung. Ja. Grimme-Preis, aber... Um welchen Preis? Ja. Grimme-Preis, um welchen Preis? Zugewiesene Sicherheitszone. So würde ich es auch zusammenfassen. Notfall insgesamt. Ich dachte, ich muss... Moment mal, Hanganger-Lage. Kann man ein Spiel machen, bei dem nicht Orientierung immer das Hauptproblem ist? Nee. Das weiß wie Super Mario vielleicht, wo du einfach nach rechts laufen musst. Ah, jetzt ist sie und ihr Bruder. Ach Gott, das wird ihr zum Verhängnis. Er ist nicht da. Ich kann es schaffen, wenn ich renne. Ah, ihr Bruder wird ihr zum Verhängnis bestimmt. Und das sollte ein Lehrer sein. Ja, jeder hat ja so sein. Jeder Mensch ist letzten Endes nur Fisch. Und jeder Mensch hat einen Wurm. Da muss er reinbeißen. Ich meine, die Fische werden sich doch auch untereinander sagen. Übrigens, jeder Fisch, der bis jetzt diesen Wurm gegessen hat, ist danach nie wieder gesehen worden. Aber trotzdem, jedes Mal sagt man, nee, ich beiß da rein. Ich beiß rein, ja. Das ist, sollte eine Warnung sein für den. Ich glaube, der Fisch ist als Warnung für den Mensch erschaffen worden, aber wir hören sie einfach nicht. Geil. Das kennen wir, ne? Ich habe das Gefühl, dass die Anomalie langsam zur Normalie wird. Ja. Ja, was denn? Wo denn? Irgendwann kommt auch der Bösewicht nochmal zurück hier. Ah, gib ihm richtig ins Gesicht, sehr schön. Der hat sich jetzt gerade selbst gestarrt? Nee, der, oh Gott. Das ist aber süß. Jede Eleganz verloren gegangen. Das ist Balletten im Vorschlaghammer. Oh, der ist easy. Das ist ja ein ganz kleiner. Oh Gott. Der ist tot. Also. Mein Gott, ey, so ein Standard-Tarino hier. Dann lasse ich mich von dem noch so an. Oh, der ist. Oh, da noch einer, sehr schön. Feierabend vielleicht? Ach, ich bin Dödel. Ich habe jetzt Feuerwand und Stase verwechselt. Ja. Oh, noch ein Freund. Mensch. Oh, bitte renn doch, Alter. Ey, das ist das Schlimmste.
Vergiss die Aliens. So. Das ist auch noch einer da. Den machst du easy jetzt. Der kann auch eh nichts. Warum lebt der noch? Na? Quarantäne aufgehoben. So, das, den schenke ich dir, Nils. Den Speicherstand, den schenke ich dir, bitteschön. Den schenke ich dir. Okay. Den Speicherstand, das ist mein kleines Geschenk für dich. Keine Munition. Fast tot. Alles Gute. Ja, das ist aber kein Problem. Wir machen das. Kann das sein, dass wir hier überall schon gewesen sind? Ja. Das ist ja hier Hangar, Frachtraum und so. Das sind ja die Standardräume. Ja, hier waren wir. Also ich muss hier nicht mehr nach Loot suchen, ja? Nein. Dann gehen wir direkt weiter. Ich vertraue dir einfach, ne? Ach ja, genau. Haupthangar. War ja nicht. Hier kommen die Leute an, so, ne? Ja. Flugdeck. Flugdeck. Hangaranlage. Hangaranlage. Wahrscheinlich dann hier, ne? Ja, wir müssen halt auch noch gegen die. Es, früher oder später werden es hier noch Endkämpfe erwarten. Mein Name ist Kendra Daniels. Halte dich bereit, Isaac. Er bringt das Shuttle jetzt rein. Es sieht aber gut aus, oder? Mhm. Wir vertrauen ihm jetzt einfach mal. Aber Verrat ist auch immer eine Option. Isaac, die automatischen Ladekontrollen. Natürlich nicht. Na klar. Wohl an der Beschädigung des Schiffs. Wir verlieren Zeit. Das Kollektiv ist da unten. Kein, ganz ruhig. Ich werde ab ins Weltall. Dann kann ich den Marker von Hand verladen. Okay. Keine Sorge, Amelia. Sie verstehen es. Heilige Scheiße. Okay. Kann nicht einfach mal irgendwas funktionieren? Es ist wirklich Comedy. Es ist wirklich Comedy. Es ist lächerlich. Hat mich falsch. Warte mal. Nee, doch. Platziere den Marker erneut. Mittlerweile ist auch der Questtext ein bisschen genervt. Sagt, platziere ihn schon wieder. Das ist halt echt so derb in die Länge gezogen, einfach. So, jetzt kommen wieder irgendwelche Heinis. Schwerelosigkeit. Wo ist denn der Marker da? Ach so, stimmt. In Schwerelosigkeit kann man ja auch den Marker ganz leicht bewegen, ne? Da ist ja. Schwerelosigkeit. Hier müssen wir wieder irgendwie. Ah, das war so klar. Funktioniert das nicht, dass wir erstmal wieder Strom holen? Das ist so. Aber in der Schwerelosigkeit kann man selbst was ganz Schweres bewegen. Heißt es, du kannst nur was Schweres auf der Erde nicht so leicht bewegen, weil es auf dem Boden reibt? Ja, weil die Gravitation das auf den Boden zieht. Und du kommst eigentlich gegen die Reibung nicht an, aber gegen das Gewicht schon. Naja, du musst ja irgendwie auch. Und wenn jetzt so ein Elefant im Weltraum ist, dann kannst du den ja einfach schieben. Ja gut, aber du schiebst dich ja selber eher zurück, ne? Aber gut, angenommen, du hast jetzt einen festen Halt. Also ist es nicht so, dass die Kraft, die du ausübst, wird dir auch gegen dich ausgeübt? Ja. Das heißt, Masse ist ja schon in dem Fall relevant, oder nicht? Gleise wechseln? Jetzt Gleise wechseln. Ja, aber stimmt, wenn was wenig Reibung hat, dann kann man es auch bewegen. Man kann ja auch so eine Lokomotive schieben, wenn die da auf Gleisen steht und nicht so viel Reibung hat. Gewicht ist gar nicht unser Problem, es ist Reibung, Nils. Mein ganzes Leben habe ich gedacht, besser. Gewicht ist das Problem. Ja. Nee, Reibung ist das allergrößte Problem, was das die Welt hat. Ja. Oh Gott, hoffentlich driftet der jetzt nicht weg und dann finde ich die nicht mehr. Okay. Oh, ein dickes. Oh, guck mal, das ist doch gut. Da fühle ich mich jetzt auch wohler, dass ich weiß, dass es dir gut geht, dass du nicht an meinem Spielstand vergehst.
Geil. So. Dann müssen wir den jetzt hier nochmal. Oh, der zweite Pinöbel. War ja noch ein zweiter. Das ist jetzt Schwerelosigkeit, aber wir haben Sauerstoff. Ja. Das ist auch eine merkwürdige Situation, oder? Ja, ein bisschen, ne? Ja, wir werden ihn gleich noch brauchen. Okay, dann erstmal. Jetzt muss ich gleich die Gleise wechseln, wahrscheinlich. Schön. Okay, welchen soll ich jetzt benutzen? Ihn hier. Oh. Der Marker spürt, etwas passiert. Oh, da ist der nächste. Du bist doch hinüber. Was? Wieso bist du denn nicht hinüber? Ich glaube, du hast jetzt jede Tinte ja, einmal getroffen. Ich fürchte auch, ja. Einmal. Ja, das ist ja natürlich der Einfluss des Markers, ne? Ja. Na, ist unnötig jetzt, okay. Ich will nicht den dicken Riegel essen, deswegen ich meine, Inventory macht das manuell. Aber das macht er auch selbstständig, oder? Nein, ich glaube, der nimmt nicht den, der dich überheilt. Meinst du? Ich glaube schon, aber weiß auch nicht genau. Der wäre selber nur einmal ein einziges Videospiel programmiert. Wie hieß das nochmal? Puri Puri Legends 2. Ah ja, okay. Es sollte Nachfolger werden zu Puri Puri Legends 1. Aber ja, aber? Wurde vom eigentlichen Entwickler nicht angenommen, weil stellt sich raus, man kann nicht einfach so einen Nachfolger programmieren von einem Spiel, das einem nicht gehört. Wie bitte? Nee, das geht nicht. Das geht Scheiß, nicht. Weil ich habe Dark Souls 4 programmiert. Ja, nee. Hat das Landgericht Koblenz hat entschieden, das geht nicht. Muss ich das jetzt löschen oder was? Das kannst du nicht machen, Kollege, haben die gesagt. Das musst du alles löschen. Okay. Manchmal sind diese Gegenstände super stark und manchmal einfach egal. Aber wahrscheinlich musste man auch richtig treffen. Oh, da hast du noch so eine Bombe, ja. Bah! Alter, jetzt hat er gerade sein eingezogen. Ey, das ist so krass, die sind immun, wenn die, ja, wenn die sich eingesaugt haben. So. Ernsthaft? Schön. Du hast 5 Schuss gebraucht und 6 Schuss bekommen. Also insgesamt war es ein guter Deal. Sie noch durch, oder was? Ich muss die Schwerkraft wieder herstellen, bevor wir ihn verladen können. Schnell, bitte. Ja, sie dreht auch noch durch. Das ist am Ende sie, sehr wenig vertrauen können. Mit dem Marker kann ich doch noch meinen Bruder retten. Irgend sowas, ja. 100 Pro. Irgendwas Dummes. Es sind immer dumme Leute. Ja, aber gut, dieser Kane, der bis jetzt wirkt der... Ja, Kane ist ein bisschen... Ja, aber... Er ist an Bord. Kommen Sie schnell! Die, nee, die redet schon, die ist irre jetzt. Die fällt uns in den Rücken.
100 pro. Wie wir auch gar niemandem mehr vertrauen können. Er stirbt jetzt. Okay, da, ja, es, so mit Ansage. Es war so klar. Sorry, es ist einfach so eine miese Scheiße. Nein, das kann nicht sein. Ja, klar. Sorry, Isaac. Ich konnte ihm den Marker nicht anvertrauen. Kendra, was machst du da? Ja, was ist mit uns? Obwohl mich meine Abteilung hergeschickt hat. Auch wenn mich die Verla nicht wie geplant rausholen konnte. Abteilung? Wer bist du? Ich arbeite für Earthgov. Ich kümmere mich um ein sehr altes Problem. Ich sagte dir und Hammond schon, dass Aegis 7 tabu ist. Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt. Der Marker? Das göttliche Artefakt? Wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Selbst keiner hat es nicht mitbekommen. Der erste Marker wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Aegis 7. Das Resultat ist bekannt. Eine Geschichte des Schreckens. Ich dachte, die alten Berichte wären Hysterie, doch... Doch dann sah ich, was ich sah. Das System wurde völlig abgeriegelt, alle Aufzeichnungen vernichtet, bis die CEC gierig wurde. Sie haben Aegis 7 auseinandergenommen und zum Leben erweckt, was das Forschungsteam zurückließ. Also hat Earthgov dich geschickt, um alles zu vertuschen. Mist, wir müssen den Marker zurückbringen. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Ja, warum können wir nicht mitfliegen? Und übrigens... Das ist die Frage. Ein tolles Team. Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du bist... ein verdammt guter Ingenieur. Dein Experiment wird uns alle umbringen! Daniels! Das war so klar. Ach, nee. Alter, jetzt müssen wir wieder zurück zur Brücke. Ich nehme mich mit, du bekommst... Oh, nein. Ja, gut, aber jetzt ist der Marker vom Schiff. Was macht das mit den Aliens jetzt? Isaac, komm, hier ist Nicole. Wo bist du? Im Flugsteuerungsraum. Bitte komm sofort zu mir her. Noch gibt es einen Weg hier raus, aber wir müssen uns beeilen. Ich glaube hier niemandem mehr irgendwas. Ich glaube wirklich niemandem mehr irgendwas. Ja, aber wer manipuliert uns jetzt noch, wenn der Marker weg ist? Ja, das ist halt die Frage, ja. Und vor allem, was ist mit diesem anderen? Wie hieß der noch? Hammond oder was? Also der Oberschurke? Nee, Mercer. Was ist mit Mercer? Ja, Mercer ist noch da. Ja, aber den müssen wir auch nochmal bekämpfen, 100 Pro. Der spielt ja auch nochmal. Der wird ja nicht so albern abtreten. Der kommt, also aber die ganze... wurde der nicht von diesem Tentakelwurm zerquetscht? Nee, der hat. Den Marker gepresst? Ja, aber der hat ihn ja vielleicht einfach nur kurz ohnmächtig gepresst. Wie doll er gepresst hat, wurde ja nicht verraten. Wir haben keine genaue Presszahl bekommen. Keine Barzahl. Wie die Pressung da stattgefunden hat, das ist richtig. Aber eines finde ich dann doch gut: Wir sind ein verdammt guter Ingenieur. Also manchmal kann ja ein Lob auch wirklich. Die Welt bedeuten. Und das finde ich nett, dass ihr das nochmal gesagt habt. Ja. Lass dich hier einfach zurück und du stirbst sicher, aber du warst ein guter Ingenieur. Er hätte uns... In der Vergangenheitsform. Ah, ja. Das ist einfach alles hier. Es ist einfach ein riesen Clusterfuck. Alles. Sollen wir jetzt mal gucken, was jetzt mit Nicole ist. Ob sie jetzt wirklich... Aha. Bist du echt? Oder? Ist sie echte? Da bist du ja. Gott sei Dank bist du hier. Das Schiff bricht auseinander. Ich habe alles gesehen. Mercer, was mit uns passiert ist. Wir müssen nicht darüber reden. Es tut mir alles so leid. Ich wollte, dass du das weißt. Ist schon okay, Isaac. Ich vergebe dir. Nee. Ich liebe dich. Ja gut, aber... Es gibt noch Hoffnung. Was? Du kannst das Shuttle zurückrufen und es von hier fernsteuern. Ach was. Hol den Marker, dann bringen wir ihn nach Aegis 7 zurück. Nee. Uns wieder vollkommen machen. Sie ist besessen. Ich will's nur wieder in Ordnung bringen. Sie ist komplett besessen. Das schaffen wir zusammen. Alle sind verrückt außer uns. Und wir merken es nicht.
Ich würde sie am liebsten, ich darf sie jetzt aber nicht belästigen, sonst wird das Spiel mir sagen Game Over, aber eigentlich würde ich das hier und jetzt zu Ende ringen. Sie ist nicht... Aber gute Antwort auf ich liebe dich. Ja gut, aber... Ja gut, aber... Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt gerade die Guten und die Bösen sind und ob wir gerade alles ruinieren, wenn wir den wieder zurückrufen. Verdammt, Isaac, du weißt nicht, was du tust. Ich weiß, dass ich jetzt das Richtige tue. Scheiße! Warnung, Rettungskapsel von Shuttle USG-09. Oh Gott, nicht schon wieder Rettungskapseln. Rettungskapsel, verdammt. Wir haben sie verloren. Ja, aber sie ist auch scheißegal. Sie kann dem Schicksal nicht entgehen. Hey, du bist verrückt. Kein Schritt näher. Du bist böse. Bleib, wo du bist. Aber das ist die echte Nicole. Was ist jetzt keine Einbildung? Und da ist nicht mal eine Umarmung drin oder so? Dass wenn man seine geliebte Person auf diesem Raumschiff endlich mal findet und sagt, oder nimm mal den Helm ab oder irgendwas, sowas. Ja. Aber die kann nicht jetzt komplett Illusion sein. Nee, die ist besessen, aber irgendwie... Ich programmiere das Shuttle mit der Flugroute nach Aegis 7, dann komme ich an Bord. Kommt sie eh nicht. Irgendwie ist es wieder alles, wird wieder vor die Hunde gehen. Lass mich nicht warten. Niemals wieder. Warum reden die so hart miteinander? Lass mich nicht warten. Lass mich nicht warten. Ich meine, du suchst die ewig lang, das ist deine geliebte Freundin. Warte mal, ey. Hasen, Johnny. Am Ende muss einfach der Flammenwerfer das letzte Wort. Alter. Dankeschön. Kommt aber auch immer noch einer irgendwo runtergebaumelt, ja, ne? Also der will es auch nochmal wissen, ne? Marker ist weg. Da ist Marker wieder da. Stimmt, der hat jetzt vielleicht auf die Gelegenheit gewartet, den Marker doch nochmal wieder zu holen. Gibt's hier irgendwo eine Stasis-Kammer? Nee, ne? Snacken wir einen? Oder hast du da eine gesehen? Nee, wir haben keinen mehr. Ah, wir haben keinen mehr, das ist recht. Jetzt muss ich wieder da runter, ne? Lass mich nicht warten! Ey, aber das sieht jetzt gar nicht schlecht aus, ne? Wir haben Shuttle, wir haben den Marker. Wenn sie ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Nee, zu welchem Zweck wissen wir nicht, aber sie wird uns jetzt nicht auch noch verraten. Na. Wir werden... Okay. Wir werden nicht zweimal direkt hintereinander verraten. Doch, klar. Yes! Oh. Starten jetzt! Okay, der kam auf mich. Das war nur ein Zappeln. Nein, das war mal eine reine Zernielsung gerade. Also, das war ja wirklich reinstes Nielsen. Nee, der hier lebt nicht mehr. Ich wusste, irgendwas lebt hier noch. Ja, das war die Zernielsung auf jeden Fall. Ja, ich liebe auf Nummer sicher gehen, ne? Ja. Absolut. Jetzt rauf da aufs Shuttle. Ja. Das ist die Chance, allein da mal drin zu sein, glaube ich, ist schon mal gut. Wie gesagt, die wird uns jetzt auch verraten. Die ist nämlich auch wahnsinnig. Du machst uns wieder vollkommen. Sie ist auch irgendwas ist mit ihr. Fliegen wir jetzt echt los? Alle wir verlassen Ishimura, let's go. Ja, wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt ja nicht zurück um irgendwelche komischen Nebenmissionen und damit wir noch irgendein Crew... Mitglied finden mit einer Schlüsselkarte, um irgendeinen Raum zu öffnen, das machen wir jetzt. Sag mal, ist das Ende? Also, ich weiß nicht, es fühlt sich sehr stark nach Endgame an, auf jeden Fall. Aber... Ich wusste, du bist zurück. So, da ist jetzt haben wir den Marker an Bord, die ganze Zeit diese Schlieren. Ja. Wir sind wieder zusammen. Volles Power-Couple, ne? Nichts kann uns aufhalten. Ja, aber viel Power, wenig Love, habe ich das Gefühl. Mhm. Yes! Nein, ey. Ist doch, hau ab, Ishimura. Wir wollen da nichts mehr zu tun ja, haben. Aber raus hier. Alles geht vor die Hunde. Raus hier. Und den noch. Es ist raus hier. Nein, das ist... Es geht mir gut. Hast du Angst, Isaac? Nein. Mit dir kann ich alles schaffen.
Okay, er ist auch verrückt. Alle sind verrückt jetzt. Du und ich, Florentin, wir sind die Einzigen. Noch eine gemeinsame Reise. Muss ich jetzt lenken? Alles im Kern des Planeten. Leute, das ist ein Asteroid, ihr seht das, ne? Daniel sagte, Earthcorp habe den Marker gebaut. Ein Experiment, das sie vor hunderten von Jahren abgebrochen hätten. Lol. Wenn man nicht bereit ist, muss ein Wunder so schrecklich wie ein Albtraum sein. Der Planet ist rastlos. Hungrig. Aber wir sind auf dem Planeten? Ja. Yes! Sie hat nicht endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Dass er das nicht mitschneidet, was sie die ganze Zeit faselt. Wir werden vollkommen sein. Frag dich mal, was meinst du damit, Nicole? Sie ist weg. Ja. Sie war echt nur Einbildung, sie oder war was? Nur Einbildung. I told you. Ja, aber... Das war doch wir haben es ja trotzdem durch sie geschafft. Und wer hat dann die Flugroute programmiert? Wo sind wir jetzt? Ja, wir sind jetzt auf dem Planeten. Verrat, ja, exakt. Das ist einfach so offensichtlich gewesen. Und wo ist die echte? Was ist mit der echten Nicole? Ah, Todraum, verstehst du? Todraum, ja. Dead Space. Dead Space, ne? Todraum. Stand das da gerade? Ja, so heißt das Kapitel. Ja, Isaac, das ist unsere Chance. Na, genau. Nicole? Du kannst den Marker. Wir sind echt auf dem Planeten! Los. Oh, können wir nicht mal ganz kurz festhalten, dass der einfach sagt, holy shit, endlich bin ich von dieser fucking Ishimura weg. Ja, weil man sagen muss, er kommt ja von diesem Planeten auch nicht mehr runter, ne? Ja, aber ich bin lieber auf dem Planet gefangen, als auf dem Raumschiff gefangen. Ich meine, wir sind technisch gesehen auch auf diesem Planeten hier gefangen. Also, ja, das stimmt. Ja. Ich habe hier was nämlich entdeckt, als ich da eben auf dem kleinen... Hier. Stand. Das ist eher direkt Loot einfach. Ja, auf neuen Planeten. Oh, hier gibt's das gleiche Loot wie auf dem Raumschiff. Hier gibt's auch Knoten. Da, solange es auf dem Planeten Knoten gibt, bin ich zufrieden. Mehr brauche ich nicht. Und irgendwelche Platinen, die man verticken kann. Ja, aber ich werde doch nicht jetzt hier irgendwas triggern und hab dann fangen wir dann erst den Loot an. Hier darf ja theoretisch eigentlich jetzt nichts sein. Man weiß es nicht, ne? Verladesteuerung. Oder ist es ein Fehler, hier den Marker zu entladen? Ich glaube, wir können uns das jetzt nicht mehr aussuchen. Piep. Oh ja. Die Gravitationsstrahlen der Ishimura versagen. Die tektonische Belastung. Bald fällt das ganze Gestein ab. Och nee, jetzt fallen die Alien auf uns drauf, oder was? Machen alles kaputt. Marker auf seinen Sockel zurück. Die Frachtschiene führt direkt zur Abbaustelle. Es wird funktionieren. Das Kollektiv wird sich fügen. Das Kollektiv wird sich fügen, wir werden wieder vollkommen sein. Ne? Sie will das nämlich. Sie ist das Kollektiv. Sie arbeitet für das Kollektiv. Das Kollektiv. Wir müssen uns beeilen. Treib mich nicht an. Und dann kommt das Raumschiff. Also das Geile ist, der Planet dreht sich, ne? Also die gehen ja davon aus, dass dieses Raumschiff exakt auf diese Base fällt. Das ist doch schon mal Quatsch mit Soße, oder? Mal da muss so ein Dödelmann rein. Hatte ich nicht eben. Haben wir einen gesehen, einen Dödelmann? Lag hier irgendwo einer rum? Ich hab keinen gesehen, ne? Beim Raumschiff einer? Möglicherweise, oder? Kann man einen aus dem Raumschiff gut sein. Shuttle nehmen, ne? Den One-Way-Ticket, ne? Wobei, rein theoretisch. Wahrscheinlich nicht in der Brücke. Ne? Ja. Jetzt verrate sie! Jetzt verraten wir sie. Jetzt sind wir mal der Verräter, endlich. Nimm deinen dummen Marker und wir fliegen jetzt nach Hause. Zu Aegis 8. Ja. Habe ich eh viel Besseres darauf von gehört. Mit ihrer Schwester Michelle machen wir uns dann irgendwie einen schönen Lebensabend. Dann halt hier. Ach du Scheiße, es ist exakt das gleiche passiert wie auf der Ishimura. Das ist ja ein Albtraum. Wollen wir irgendwo speichern? Bergen Sie die Opfer des Massenselbstmordes am Union Square von Aegis 7. Die Leichname werden mit Sicherheitsbegleitung und das Leichenschauhaus der USG Ishimura Ach, die haben die Leichen auf die Ishimura gebracht. Vielleicht wurde dadurch
gab es die Infektion. Willst du echt jetzt noch was kaufen? Ich glaube, wir sind echt fast durch. Ja, aber ich glaube, das geht noch ein kleines bisschen. 30.000 für Puck. Für ja. Pucks. Peng. Jetzt kauf den neuen Anzug. Siehst du? Gerade noch so, hey, willst du wirklich was kaufen? Jetzt kauf den Anzug. Ja, wir brauchen nur noch 5.000. Verkauf das Medipack. Ja, jetzt die Laser. Ja, komm. Pack it, Laser-Munition. Die 15 Laser-Munition, oder? Boah, nee, Alter. Ja, wer weiß, wir müssen jetzt noch irgendwie kämpfen oder so. Die. Nein, Anzug. Ja, aber da brauchen wir doch eher das Medipackel, oder? Oh Mann. Gut, ey. Oder Flammenwerfer, ja. Du. Ey, warum wir das wirklich machen? Das ist die schwerste Entscheidung. Ja, komm, mach. Können wir hier noch irgendeine Waffe verkaufen? Nein. Die Munition, kriegen wir die da raus? Nee, kriegen wir nicht mehr raus, ne? Scheiße, ey. Gibt's denn nicht noch irgendwas anderes zum. Warte, ich komm jetzt. Einmal, du, weil ich, wir sind ja, am Ende. Ja, ich guck mich da kurz im Raum um. Dein Wäscheklammern nicht guck festhalten. Guck mal, hier, da ist doch noch was. Ach so, scheiße. Aber hätte ja auch sein können, dass das irgendwie. Aber weißt du was? Wir machen einfach Folgendes, Florentin. Wir speichern einfach ab und machen das nächste Mal an dieser Stelle weiter. Und finden. Meinst du, es gibt nächstes Mal? Ja, na klar, gibt's es nächstes Mal. Okay, alles klar, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut. Dann gibt's das Ende. Tschüss.